Willkommen zurück bei SMP und wir sind gleich, beziehungsweise jetzt schon kurz davor, hier loszugehen. Ich habe mir mal eine Glock gecraftet, einfach nur, weil das von unten immer relativ schwer abzuschätzen ist, wann wirklich wieder Tag wird. Und ich denke mal, wir gehen schon so ein bisschen vor Sonnenaufgang los, weil ich denke mal, eine Nachtwanderung wird uns so oder so nicht erspart bleiben. Ich hoffe mal nur, dass ich dabei jetzt nicht irgendwie das Haus hochjage. Oh shit, die Tür sollte nicht offen sein bei Nacht. Und wir gehen mal los. Ich habe schon mal ein bisschen die Koordinaten abgecheckt. Habe jetzt auch so eine Datei offen, wo die wichtigsten Sachen alle mal drinstehen. Da ist übrigens mein Guckloch wegen Tag und Nacht. Und wir müssen irgendwo hier lang. Also diagonal irgendwie laufen. Ich glaube eher in die Richtung. Weil die X-Koordinate liegt bei irgendwie 6000. Wir sind gerade bei 400 oder so. Und die andere Koordinate liegt auch im Plus. Wir sind da auch bei Minus. Von daher wird ein schöner Marsch. Ich denke mal, ich kann eins der Boote mal nehmen, weil wir haben ja relativ viele Flüsse und mit Booten geht das relativ komfortabel. Wenn man nicht crasht. Ich habe 3 von den Dingern. Es sind wahrscheinlich zu wenige, wenn ich mir das mal so angucke. Ich dachte eigentlich schon, ich hätte das einigermaßen raus, aber nein, scheinbar nicht. Stopp, 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 stopp. Oh Mann, ich hasse Boote. Aber sie sind irgendwie immer noch besser als Pferde, finde ich. Also zumindest in diesem Biom. Also generell muss man alles so ein bisschen drauf haben. Schwupp, da habe ich mein Boot gleich wieder. 3 Boote waren ein bisschen wenig und da haben wir Sonnenaufgang. Und wir sind gleich auch sogar vielleicht schon auf offenem Meer. Es ging schneller als erwartet. Das hat mit dem Pferd ja einiges gedauert, aber da hatte ich auch noch nicht ungefähr gewusst, wo ich wirklich genau hin muss. Bin wahrscheinlich noch da hinten irgendwo lang gegangen. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, wenn du so ein bisschen auf Land schieben. Ah, jetzt, ja. Ich denke mal, so kommen wir auch sehr schnell voran. Vielleicht baue ich auch ein bisschen die Wasserwege aus. Ich meine, jetzt da vorne noch so einen kleinen Durchgang für Boote zu machen, sollte nicht allzu schwer sein. Ich werde daran sowas von scheitern, wenn ich sowas schon sage. Oh, hier haben wir auch Strand, sehr schön. Irgendwo haben die auch eine Wüste, wo sie halt alles schon abgebaut haben, beziehungsweise mit dabei sind, alles abzubauen. Ich habe mal ein bisschen die Augen nach Ocean Temple auf, weil kann ja sonst was passieren hier. Und ich denke mal, wenn das hier so weiter bleibt, dann sollten wir hier eine relativ komfortable Reise haben. Ich soll nicht so oft relativ sagen. Das geht sonst irgendwann relativ auf den Sack. So, 6160 und 630 ist die Koordinate. Wir sind hier gerade bei... Oh, das geht ja schon. Ich meine, wir müssen jetzt... größtenteils hier so lang, so leicht schräg. Und wenn wir jetzt einfach mal auf dem Landweg bleiben, dann bis auf dem Wasserweg, dann sollte das auch relativ gut schon wieder klappen. Ja, jetzt kommt natürlich irgendwas, um hier unsere Reise abrupt zu beenden. Ich fahre mal hier lang. Ich hoffe mal, dass man das hier so ein bisschen umgehen kann, weil der Wasserweg ist schon recht angenehm. Da habe ich mich gerade echt angestrengt, um das nicht nochmal zu sagen. Auf alle Fälle deutlich angenehmer als mit dem Pferd durch den Wald, also kann ich nicht empfehlen. Ganz ehrlich nicht, ich denke mal, irgendwann wird es auch darauf hinauslaufen, dass wir hier ein paar Wege anlegen. Ich meine, ich bin ja jetzt seit keiner Woche auf dem Server. Dafür habe ich schon eine Never-Anbindung und so wie ich gehört habe, kann das noch nicht jeder von sich behaupten, von daher yay. Okay, wir treiben irgendwie in eine Richtung ab, in die ich nicht ganz will, aber irgendwie sollte das auch klappen. Hoffe ich mal. Also wir sind jetzt hier, was die Z-Koordinate angeht, komplett in der falschen Richtung unterwegs. Allerdings ist der Weg in X auch noch deutlich höher. Also in Z müssen wir jetzt, keine Ahnung, 1500 und in X müssen wir immer noch über 4000. Ach komm schon, das darf nicht wahr sein, ich will nicht wieder an Land. Ich sitze in meinem Boot, das ist sehr bequem. Aber wenn es irgendwie nur eine blöde Nussschale ist, naja gut, ich glaube, wenn nicht für anderes übrig. Wenigstens habe ich genug Essen, aber um auch mal zu sprinten, ohne dass ich gleich verhungere. Es gibt übrigens auch einen Neverweg, vielleicht nehme ich den mal zurück. Allerdings wurde mir schon gesagt, dass der nicht unbedingt so toll ist. Also, da haut das Boot wieder ab. Komm zurück, ich brauche dich vielleicht noch. Komm her. Also wer die Dinger designt hat, keine Ahnung. Wurde auch zwischendurch mal geändert, aber so richtig, ach du Scheiße, nochmal.
Ja, wir sind gerade wieder auf dem Rückweg, Leute. War ein schöner Ausflug. Ich weiß nicht, ob ich es gekriegt habe, aber gut, scheiß auf das Boot. Wenn ich jetzt schon wieder so weit rausgeschwommen bin, scheiß auf das Boot. Da ist irgendwo unter mir, als wäre es sogar möglich, aber nee, nur metaphorisch, bitte. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yay. Ja, weitere Sachen, die noch ausstehen, neben dem Ausbau meines Nevertunnels und vielleicht mal dem Fertigstellen meines Hauses irgendwann. Deswegen sind wir auch hier. Wir brauchen Whitestone Clay. Ich will heute, also dieses Mal nicht mehr mit Wolle arbeiten. Das, was früher weiße Wolle war, wird jetzt Whitestone Clay. Was irgendwie auch besser passt. Das Blöde ist, es hat einen leichten rosa Stich. Das finde ich nicht ganz so toll, aber wenn es nicht allzu komisch aussieht, dann nehme ich das. Das Komische ist auch, glaube ich, dass sie im Neverbiom, beziehungsweise in dem Mesa-Biom ein bisschen anders aussehen als normalerweise. So, hier wäre jetzt die Reise mit meinem Pferd angenehm, aber man muss erstmal dann da hinkommen, dass er überhaupt mit dem Pferd reisen kann. Ich hoffe, man ist nochmal hier Ozean kommen, weil das dauert ja sonst auch ewig. Also, was habe ich gesagt? 6160, 630, ja. Das Blöde ist natürlich auch, dadurch, dass ich noch keine Folge hochgeladen habe, weiß ich auch noch nicht hier, was ihr von einigen Sachen haltet, die ich hier mache. Ob ihr das so toll findet, ob da irgendwie was verbesserungswürdig ist, etc. Um dann jetzt nochmal auf diesen Neverweg zurückzukommen, der scheint wohl durch ein sehr langes, offenes Gebiet zu gehen und komplett aus Neverrecht zu bestehen. Das heißt, ob das Ding überhaupt passierbar ist, ist die Frage. Sollte man vielleicht mal irgendwie ein bisschen sichern, aber ich denke mal, da bin ich hier schon auf einem besseren Weg. Auch wenn das halt eine Ewigkeit dauert. Aber man muss ja irgendwie Kompromisse machen, geht ja leider nicht anders. Und hier mal so ein bisschen durch die Gegend laufen ist ja auch ganz toll. Also ein bisschen erkunden, was hier so ist. Größtenteils sind es das scheinbar Waldbiome. Gut, dass ich das Pferd doch nicht dabei habe, es wäre hier schon wieder eine Katastrophe geworden. Kann auch an mir liegen. Muss nicht nur am Pferd liegen, aber ja. Wahrscheinlich eine gute Mischung aus beiden. Ich hoffe mal, dass gleich nochmal Ozeanbiom kommt. Das wäre sehr angenehm. Aber hier durch den Wald geht momentan auch. Ist das vielleicht wieder so ein Fluss? Selbst wenn der führt in die falsche Richtung. Ich glaube, hier war mal einer. Sieht für mich danach aus. Also ob das hier natürlich ist, keine Ahnung. So. Ja, hier überall Birkenbäume. Wir brauchen die aber gar nicht. Wir haben davon genug. Die wachsen auch in unserem Wald natürlich. Von daher, ich muss ja halt nur hin und wieder mal anpflanzen, wenn ich da ordentlich was wegreiße. So. Übrigens mit dem Haus, da muss ich tatsächlich einige Male drauf gucken, weil diese Dachkonstruktion, die war ja schon ein bisschen nicht ganz so einfach. Hat ja auch unterschiedliche Höhen drin und so. Oh, Schweine. Was ich gerne bald noch hätte, wären schwarze Schafe. Das eine oder andere habe ich ja schon mal gesehen, habe aber keine Leine oder Weizen dabei gehabt. Weil mein Banner hat ja Hintergrundfarbe schwarz. Also ich denke mal, ich sollte vielleicht auch mal so ein paar Blumen sammeln unterwegs. Das wäre vielleicht auch nicht die verkehrteste Idee. Weil ich würde auch gerne bald mal in dem Neverhäuschen, beziehungsweise vor dem Neverhäuschen, die Banner dann aufhängen, wenn das möglich ist. Weil da die Häuser alle gleich aussehen, ist das Namensschild darüber und die Banner sind so ziemlich das Einzige, was man daran halt unterschiedlich haben kann. Und ich denke mal, das ist auch so gedacht, dass die Häuser gleich aussehen. Von daher, ja. Ist aber gar nicht mal schlecht, sieht da richtig niedlich aus sein. Im Nevers soll es keine Kritik sein, nur eine Anmerkung. So. So. Die wachsen irgendwie leicht außerhalb der Mitte, aber die Hitbox ist immer auch in der Mitte bei den Blumen. Von daher sollte man ein bisschen drauf aufpassen. Und dann haben wir noch ein paar rote. Weil die brauchen wir auch noch. Nicht ganz so viele wie die gelben, aber auch ein bisschen was. Vines wären auch keine schlechte Sache. Da könnte ich das Banner wirklich tatsächlich bei mir machen. Ox-Eye Daisy ist auch eine Notwendigkeit. Und Knochenmehl kriege ich ja quasi frei Haus geliefert. Die Viecher kommen ja andauernd an, also die Skelette. So, mit den Dandelions habe ich auch noch nicht genug. Also mit dem Löwenzahn heißt das, glaube ich, dann auf Deutsch. Oder? Ah, ich weiß nicht.
Und an den Löwenzahn war noch die Pusteblume, wie die hießen, keine Ahnung. Ich habe ja so von sowas keine Ahnung. Ich hab mich damit, boah, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Jahre nicht mehr beschäftigt, wie die ganzen Pflanzen heißen. Oh, Kühe. So ein bisschen Leder bräuchte ich eigentlich mal für Item-Frames. Das wäre also nicht das Schlechteste, wenn jetzt hier irgendwie so ein Vieh mehr ins Schwert laufen würde. Man kann auch ein bisschen nachhelfen, also das ist gar nicht mal so das Problem. Also ich warte immer noch darauf, dass das irgendwann hinkriegen, dass in solchen Situationen die anderen Kühe einfach mit abhauen. So, da haben wir es auch. Der Vollständigkeit halber rotten wir auch gleich die ganze Familie aus. Wir sind ja keine Unmenschen. Das klang jetzt irgendwie doch so, als wären wir es, aber nein, sind wir nicht, das war jetzt nur sozial. Kann man drüber streiten, aber egal. Okay, will ich weiterhin einem Weg folgen, der mich in die falsche Richtung bringt? Ich denke für den Moment. Okay, hat sich erledigt. Wir gehen wieder auf den Landweg. Wenn das Boot eh hin ist. Kann ich da immer eine Crafting Bench machen. Also ich habe ein bisschen Holz noch dabei und so. Dann sollten wir auch recht schnell wieder an was rankommen. Wenn es dunkel wird, wird es hier richtig interessant. Also wir sind generell auf dem richtigen Weg, allerdings nicht unbedingt nah dran an dem, wo wir hin sollen. Oder hin wollen. So, jetzt hier ein paar Oxidasis, das wäre auch nicht schlecht. Ich hoffe mal, dass dann zwischendurch auch nochmal ein Sumpfbiom kommt, das wäre richtig toll. Weil dann würden, glaube ich, echt nur noch, na gut, ich bräuchte noch Lapis, aber das ist auch kein Problem, muss halt mal ein bisschen wieder Strip meinen. Was ich eh sollte, weil ich habe insgesamt bisher 4 Diamanten gefunden. 3 davon sind in meiner unverzauberten Pickaxe gelandet, um halt Obsidian zu kriegen. Und der letzte dümpelt irgendwo rum. Ich könnte daraus eine Schaufel machen. Ich glaube, das wäre. Oh, sehr schön. Und das ist eine Flower Oxidase. Ich könnte auch langsam. Obwohl, nee, lass die Koordinaten lieber an. Also, mich stören sie gar nicht. Ich achte da kaum drauf. Ich gucke da mehr so in die Mitte des Bildschirms. Ich würde mir ja gerne sagen, wie ihr es seht, ob ich das irgendwie verrückt macht oder so. Weil, keine Ahnung. Ich meine, für eine Weile können wir es wahrscheinlich mal ausmachen. So, und das wird jetzt der Punkt sein, an dem ich mich total verlaufe. Ab hier ist Blindflug. So, da vorne ist noch eine Oxidase, die will ich haben. Die will ich auf alle Fälle haben. Da sind einige von denen. Ich meine, wir brauchen nur eine prinzipiell. Ich finde es schade, dass man die nicht wirklich anpflanzen kann. Ich meine, man kann mit Brummel versuchen, da was zu kriegen, aber ich weiß gar nicht, ob dann wirklich. Ich habe erstmal gehört, dass die Pflanzen irgendwie von der Position her fest sind, wo welche hinkommen. Dass es irgendwie bei der Terrain Generation oder so gleich wirklich bei der Generation gleich mit drin ist, wo welche Pflanzen sein können und man deswegen irgendwie dann eine Stelle jetzt nicht mal Bodenmehlen kann und man kriegt irgendwie nur an derselben Stelle immer dieselben Pflanzen. Aber ich meine, ich habe das auch schon mal gesehen, dass das eigentlich gar nicht so ist. Von daher, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Okay, da ist wieder ein Fluss. Und es wird dunkel. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal um ein Boot, weil mit dem Boot sind wir relativ sicher. Relativ ist eh immer gut. Ich sage das wirklich viel zu oft, aber ist einfach so. So, hier kommen. Machen Boot. Machen wir noch eins und dann geht's raus aus dem Wasser. Das ist kein Boot, das ist eine Krüppelpinie. Und Crafting Bench muss mit. Also es geht auch nicht komplett in die Richtung, in die wir wollen hier, aber. Oh, sehe ich da ein Dschungelbiom? Ich meine, in der Nacht ist das mit Sicherheit irgendwie scheiße. Fucking Boot. Ernsthaft. Das kostet viel und bringt so wenig. Da sollte man aus Sticks craften können oder so. Dann wäre es noch. Ich hoffe, es ist eine Kurve und jetzt nicht das Ende, weil dann beißt es mir richtig in den Hinterteil. Man muss auch komischerweise Gas geben, wenn man lenken kann oder so. Es ist ein bisschen. Bootsteuerung ist nicht mein Fall und auch irgendwie, so wie ich gehört, nicht der von vielen anderen Leuten. Und jetzt haben wir auch eine Squid-Barrikade. Kommen wir daran vorbei? Ja, wir schaffen das. Oh, ich sollte hier echt mal so ein bisschen rumgucken. Ja, ich denke mal, ich werde mich hier über Nacht mal ein bisschen einmauern. Schwupp, 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 schwupp. Ich hätte die Uhr mitnehmen sollen. Das wäre in dem Falle gar nicht mal so schlecht gewesen.
Und dann sehen wir uns, wenn es mal wieder heißt, es wird Tag oder so. Ich könnte aber probieren, hier was zu machen, dass ich hier noch mal rausgucken kann, wann Tag ist. Das könnte klappen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich dann nicht mehr auf dem Weg zum Mysterium. Ich glaube, die Folgen können auch ein bisschen langlebig werden. Wir haben momentan nicht ganz die Hälfte geschafft. Wir brauchen mehr Ozean. Beim Grasserver haben wir zu viel Ozean, hier haben wir zu wenig. Und da soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.